So Leute, da sind wir wieder mit GTA 4. Ja, endlich mal wieder. Und ich glaube, als ich das letzte Mal das Spiel beenden wollte, beziehungsweise die Aufnahme, ist mir das Spiel abgekackt. Ich weiß jetzt nicht, wo wir jetzt genau sind hier mit unserem Speicherpunkt. Da ruft schon jemand an, das nehmen wir mal an. Dart spielen? Nee, komm, weißt du. Ja, jedenfalls weiß ich nicht, wo wir jetzt mit unserem Speicherstand aufgehört haben. Ich hoffe doch, der hat das übernommen, auch als es abgekackt ist. Und wir müssen jetzt erstmal auf die Karte gucken, weil ich gerade überhaupt nicht mehr weiß, was los ist. Derek, wer war denn das? Wer war denn das? Derek, I don't know. Ich muss mir erstmal hier bei unserem lieben Hotdog-Verkäufer was zum Fressen holen, denn ich bin fast down und das ist ja nicht so schön, ne? Das ist jetzt übrigens die letzte Aufnahme vor meiner sozusagen Zwangsaufnahmepause. Ich habe ein Video dazu hochgeladen, da erkläre ich nicht warum, aber da sage ich halt einfach, was jetzt die nächste Zeit abgehen wird und wann ihr wieder mit Videos rechnen könnt. Oder auch nicht, das steht noch nicht genau fest. Das ist ganz oben auf meinem Kanal angepinnt, also wer das noch nicht kennt. Na. Oh, der hat da gerade schönen Auffahrunfall gebaut. Oh, ich habe die Bullen hinter mir. Das ist natürlich toll. So, Moment, Dylan. Komm her, du. So, auf geht's. Ich fahre in die falsche Richtung. Ich hoffe, ich habe, ja, verpiss dich. Noch genug Waffen dabei. Da bin ich mir gerade nicht so sicher. Ey, ich habe Vorfahrt, was soll das? Aber ich, wie gesagt, ich hoffe, ich habe noch meine geile M4, die ich da letztes Mal gekauft hatte oder gekriegt habe bei irgendeiner Mission. Ich glaube, das war diese Bankraubmission da. Wie gesagt, die letzte Aufnahme ist ungefähr noch locker 6 Wochen her. Oh, Ray. Mal gucken, was der will. Du sollst rangehen. Okay. Moment, haben wir da gerade schon eine neue Mission gekriegt? Nö, oder? Ich hab da gerade nicht aufgepasst, aber ich fahre jetzt erstmal zu Derek. Eigentlich wollte ich ja. Oh. Was macht er denn jetzt? Hey Roman, can you do me a favor? Anything for you, cousin. Just maybe. You want some women? I met this. He's not that. I'm coming to collect you from the apartment. Wait for me there. Okay, ich soll jetzt auf einmal Roman abholen. Du weißt schon, dass ich hier gerade komplett falsch fahre. Na gut, dann fahren wir jetzt schnell zu Roman. Ich weiß jetzt nicht, was der von mir will, aber das wird ihr mir ja sagen. Das kommt halt davon, wenn man so lange nicht aufnimmt, dann vergisst man wieder alles, was in dem Spiel alles passiert ist und so. Das ist nicht so schön. Aber ich bin ja selber schuld, ne? So. Wie weit ist denn das? Ja, das gehen wir, da fahren wir jetzt mit dem Auto hin. Ich habe jetzt keinen Bock, das Taxi zu nehmen. Ich kann ja auch nicht immer ein Taxi nehmen. Das wäre ja echt faul. Also teilweise muss ich schon selber fahren. Auch wenn es dann länger dauert. Aber hey, was soll das? Wir haben ja Zeit, ne? So. So, und darüber. Jawohl. Und jetzt kommt der obligatorische Aufnahmecheck. Wir sehen uns bis gleich. So, da sind wir wieder. Soundtechnisch ist alles in Ordnung eigentlich. Also, da habe ich jetzt keine größeren Probleme festgestellt. Und dann können wir jetzt ja loslegen hier, ne? So. Ich bin ja gespannt, ob ich jetzt wieder irgendeinen umbringen muss, weil hier, wenn ihr hier schon wieder Ray war das, glaube ich. Also für den habe ich bis jetzt oft irgendwelche Typen umbringen müssen. Ich weiß jetzt nicht genau, um was es da genau geht, aber das werden wir erfahren. So. Wir sind auch schon gleich da. Das ist doch praktisch. Schön um die Kurve und oh.
Da habe ich schon verpasst. Ich dachte, das wäre hier, aber anscheinend ist es irgendwo da drüben. Ach, da steht der. Ich muss den ja abholen. Hätte ich ja auch mal dran denken können. Ja, da bin ich. Da hast du vollkommen recht. Also diese Feststellung war jetzt leicht unnötig von dir, aber weißt du, muss ja keiner wissen. Ist schon okay. Talbot? I know him from some of the card games I play. So, we're finally going to kill Florian Kravitz. Ja, das weiß ich nicht, ob wir den killen, aber ich halte die Klappe. Shit's coming down on my head. What do you mean? I mean, you fuck up and I take the shit. You kill the wrong guy and his friends will fuck with me to get to you. I didn't have no scars until you arrived. Now I am practically chopping board to have so many cuts out. You are a rich chopping board. Worry for you, MB. Sometimes you just gotta let the hate go. You really going to feel better once Florian is dead? Soon we'll find out. Ja, tut mir leid, dass ich hier gerade ein paar Leute abgemäht habe, aber ja, die waren mir gerade im Weg und ich habe meine Hupe nicht gefunden. Da kann man nichts machen. So, dann schauen wir mal. Was ist das denn für einer? Hey, I hear you know Florian Kravic. Where is he? Florian Kravic? I don't know what you're talking about. I've been head to head with this guy a few times, NB. I know his tells. He's lying. Roman, what's this about? He doesn't act well under pressure, NB. Beat him a little. All right already. There's a guy I know, likes to be called Florian Kravic at, certain moments, lives uptown somewhere. Show me. Alright, einen viertürigen Wagen habe ich ja schon da hinten, auch wenn der etwas mit Blut verschmiert ist, aber hey, kurz durch die Waschanlage und dann ist er wieder sauber. Da bin ich. Los, einsteigen, ich habe nicht ewig Zeit. So. Where is he? Why aren't we there yet? Okay, if I'm right, Brody's place is somewhere uptown. Fucking bacon! Ja, was ist jetzt? Fahr doch einfach mal. Sag mir, wo ich hin muss. Da stand gerade, ich muss auf seine An... Ja, klar. Kannst du das nicht ein bisschen früher sagen? Du kannst doch nicht, während ich schon in der Kreuzung drin bin, sagen, rechts. Da kann doch kein normaler Mensch mehr abbiegen. Mein Gott. Ja, das ist okay. Immer geradeaus. Boah, ist ja gut. Jetzt heul nicht rum. Where was Brody's place? Ja, sag es mir, bitte. Ja, wollte ich gerade, da war es dir zu schnell. Ja, komm, weißt du was? So ist es jetzt langsam genug, hoffe ich doch, oder? How about left? Ja, ich fahre links, ist okay. Turn right. Ja, ich kann hier nur rechts. Mein Gott, bist du eine Pfeife. Ey, guck doch mal auf die Straße. Wie hätte ich ihn da irgendwie anders fahren können? Oh, da ist er ja. Da ist er ja. Ja, sicher. When I'm done with Florian, he will be begging to die. That is the most your friend can look forward to. Get out of here now. You've done your job. Nico, be calm! Be calm! Fuck! Calm! Florian! On the sums book, David, Durka Gior! Ot vori! Florian! I've come for you, Florian! Oh! Go away! Ja, und jetzt? Florian, Jesse Totti, Nico, what the hell are you doing here? What happened to you? Oh, I started working out, you know, toned up the... Florian? You used to work in the abattoir? Oh, don't remind me. Roman? You put on a few vanity pounds. Da hat er recht. What are you guys doing here? Why did you kick my door down? I've come to ask you some questions. It wasn't you, was it? What was it, me? Who set us up?
It was you or Darko! I thought it must be him! Oh my god! You think it was me! That's why you are here! You've come to kill me! Well, screw you, Nico Bellic and Fatty Roman! It wasn't me, wasn't! I wouldn't do that! Can we stop with the fat jokes, Florian? It's Bernie now! After I came here, I wanted a complete change, so I became Bernie Crane. I'm sorry about the fat thing. You're still kind of cute. Gee, thanks. What are you doing here? Well, I'm a lifestyle coach, and I teach an aerobics class, and I'm in love. He's married. It's so doomed. And he's in politics. He's the deputy mayor. Bryce Dawkins? But he's so into family values. Oh, that's just politics. Where is Darko? Dead, I hope. I'm not sure. I heard he was still in Europe or Switzerland or somewhere. But then I heard that you had joined the circus, so information can be unreliable. We have to find him. We have to find him. I think he's a bit freaked out. I guess he thought seeing you would answer some questions. So I see. Well, it's great to see you guys. We must do brunch. Sure. See you later, Florian. Bernie! Mein Gott, ist das eine Schwuchtel. So, Florian has changed? Yes. He's moved on from what happened to you. You should have moved on too. What are you going to do? He may not be here in Liberty City, but he's still out there. I will find out where Darko Brevich is, and I will make him answer for his actions. We know now that it was him. I need to be alone now, Roman. Sure. I'll see you later then. Call me, okay? Mein Gott, habt das bald hier mit eurem Gequatsche. Was soll denn das? Ja, speichert doch. Ich möchte jetzt endlich mal wieder hier selber spielen und nicht immer den Leuten dabei zugucken, wie sie hier... Hey! Stehen bleiben! Verdammte Scheiße. Jetzt ruft er schon wieder an. Nicky, you like him? He wasn't the one I was looking for. Too bad, Chich. I did what I could. Ja, danke, du Pfeife. Jetzt gib mir doch endlich mal ein Taxi hier. Da muss ich wieder selber fahren, mein Gott. Wer ist das denn? Dann fahren wir jetzt... Phil Bell? Ne, lieber Derek. Derek, die alte Drecksau. Auf geht's. Naja, also das war ja gerade irgendwie komisch. Ich habe immer noch nicht kapiert, um was es da ging, wer der überhaupt sein soll und was der gemacht haben soll, dieser Typ, den wir da suchen. Aber ich muss es ja nicht verstehen. Ich muss es ja nur spielen, ne? Ist ja nicht so wichtig. Ich muss ja nicht alles wissen, was hier passiert. Was geht denn da ab? Ich hole einen Helikopter. Einen Heli. Aber irgendwie ist... Ah, da ist er. Okay. Naja. So. Hoffentlich finden wir...